Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Old Streamform. Guck mal, ich hab ihn uns gegönnt, ey. Ganz ehrlich, ich finde ihn so genial. Der ist jetzt hier unser Moped. Geht hier was auf? Nee, ne? Was geht hier mit N was auf? Nee, hier geht gar nichts auf. So, Rückwärtsgang drin. Ich wollte hier eben so ein bisschen aufräumen. Ich hatte schon mal drei Sachen jetzt platziert. Wir haben so einen Rübenschnitzler, wir haben eine Kalkproduktion, ja, und unsere kleine BGA. Da müssen wir gleich was reinfüllen, dass sie so ein bisschen rennen kann. Aber ich wollte eben so ein bisschen hier aufräumen, ne? Ich hatte hier auch noch so ein Ding hin platziert, ne? So ein kleines Schöpfchen. Ist man da so, dann weiß ich auch noch nicht, was wir da reinrollen. Hauptsache haben, ne? Besser haben wie brauchen. Da kommt der Mähdrescher noch rein. Keine Steinesammler, den brauchen wir ja demnächst. Dass wir hier wohnen, wa? Eben so ein bisschen aufräumen. Ich wollte gleich Mähwerke kaufen, ne? Können wir vielleicht mit dem Deutz eben noch ein bisschen mähen fahren. Aber auch, man muss ja auch die Maschine mal ab und zu so ein bisschen wegräumen, wa? Oh, herrlich, ne? Ist so ein geiles Moped, oder? Unser Deutz. Perfekt, oder? Was ist das? Das ist... So ein Düngerstreu. Wo kommst du denn erstmal hin? Ah, der kann da unten zum Regal, wa? Ist auch noch so eine Durchfahrhalle? Düngerstreuer stellen wir erstmal hier hin, ne? Muss ich eh nur jede Menge Geräte kaufen, also von dort. Oder ne, warte mal. Svenny Planänderung. Muss auch noch dreschen, ne? Bin noch nicht fertig mit dreschen. Ja, doppelte Tastenbelegung lässt grüßen, ne? Aber ich will Gras mähen, wir müssen Heu machen. Und das kann zur Not nämlich noch CP fertig machen, ne? Halt mal eben an. So, wir kaufen jetzt erstmal noch Grastechnik. Mähwicke. Hallo, Svenny, da muss hin. Da. Ne, wir kaufen die hier. Nix extra? Ja, kaufen. Und? Standardausstattung? Beleuchtung montieren. Kaufen. Dann kaufen wir hier Wände. Wenderitis! Wo bist du? Doa! Oh, ich mag den. Sollen wir den Feller nehmen? Ja komm, wenn wir schon bei Feller sind. Leute. Er macht das dran. Kaufen. Schwarte. Wir haben hier schon viel Auswahl, aber nicht. Guck mal. Dicke Technik. Ey, ich fahre nicht mit dem Wurmschwarte. Dann gibt's den. Passt erstmal. Passt, Leute. Ich freue mich. Ich habe voll Bock. Ne, eigentlich hatte ich keinen Bock. Aber jetzt habe ich wieder Bock, ne? Eigentlich ist schon wieder viel zu spät. Aber ich habe mir gedacht, eine Folge mache ich eben noch, weil ich den Deutz ausprobieren will. Ehrlich, oder? Ich glaube, der John Deere wird dann... Obwohl den John Deere hat... Oh ne, der hat gar nicht so viel PS, ne?
nimmt der liebe Olli meint ja, dass ich mit meinen kleinen Töftöfs hier nicht lang komme. Das muss ich auch Olli zeigen, ne? Dass meine Maschinen reichen. Guck mal, läuft. Hier ist noch fleißig nur ein Durchtreppen. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo wir lang müssen, ne? Kohlen schreibe ich zum... Im November schreibe ich die Kohlen zurück. Bis dahin werden wir jetzt erst noch ein bisschen mehr Geld haben. Wir müssen noch Maschinen kaufen, wir müssen noch ein paar Tiere kaufen. Dass der Laden so einigermaßen am Laufen ist, ne? Weil ich möchte hier drauf spielen. Und nicht wieder nach der Talas unbedingt immer gucken. Weil diese Map ist genial einladend zum Spielen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Kein Windrad an Toch oder was? So, ist kaputt. Dreht sich ja gar nicht, ne? Ist wahrscheinlich kaputt. Wir müssen doch hier gleich ab. Irgendwo war doch hier eine Abfahrt zu unserer Wiese, ne? Kann man ihn unhart. Hier ist unsere Wiese, ne? Ja. Ich guck mal, die ist erntereif. Die hat Bock. Die hat Bock, geerntet zu werden. So, damit nicht alle so durcheinander läuft. Was ist hier los? Und wie? Will er nicht auf Drehzahl, ne? Jetzt! Ha! Läuft hier mit unserem Moped. Schicken Deutsch ist er. Oh. Wir müssen Heu haben, Leute. Heu, Heu, Heu. Ganz wichtig. Das ist so schick hier. Ah, ist keine kleine Wiese, ne? Oh, shit drop. Habe auch den größten Schlepper zum Mähen genommen, ne? Das ist, glaube ich, unser kleinster jetzt, ne? Ja, ist der kleinste bei uns am Hof. Brauchen wir noch einen Frontmann dafür? Irgendwann mal? Oh, jetzt zieht die Mähwecke. Guck mal, geht ein bisschen von der Drehzahl runter. Fährt aber berg hoch. Läuft hier der Lachs. Guck dich das an. Ist auch ein bisschen hügelig hier. Ja, das läuft. Direkt den dritten Straßengang rein. Ja. Vollgas. Dass wir hier was gebügelt kriegen. Oh, gleich gibt's Kartoffelbräu mit Bratwurst. Oh. Ist wenn ihr ein Luxusleben, ne? Ja, ist der Vorteil, wenn man Vorbildsohn ist. Da kriegt man was Gutes zu essen. Also immer schön Vorbildsohn sein, ne? Da gibt's auch immer was Gutes zu essen. Muss ich euch ja sorgen, ne? Hier ist aber eine andere Gras... Ne, ist dieselbe Grastextur, ne? Vertut man sich, glaube ich. Schicken Deutsch hier!
Muss ja direkt Micha sagen, ne? Micha ist so ein Deutz-Fetischist, ne? Micha fährt eigentlich nur Deutz. Wusstet ihr, ne? Boah, der ist aber auch helig, ne? Dann sagt die FPS... Läuft. Ich hab zu viel Mods im Ordner. Ich hab 5, 6 Karten im Moment drin, ne? Next direkt 7 Karten habe ich drin. Ich hatte heute eine Map-Vorstellung noch gemacht, ne? Und irgendwann nächste das. Aber ist mir auch egal, ob der jetzt 60 steht oder 30. Ist mir kock egal. Hauptsache läuft. Ich habe auch schon wieder viel zu viele Mods im Ordner, ne? Aber ein Mod jagt den nächsten, ne? Das ist so. Muss man mir mal ganz ehrlich sagen, ne? Ein Mod jagt den nächsten. Und dann hast du da so schöne Mods bei die. Oh nee, du. Hab ich mich schon geärgert. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Endlich ein IAC, ne? Ein 1455 und dann keine Reifen dran, ne? Heide, neide. So was laden die dann hoch. Schön, ne? Dafür habe ich einen schicken Deutz hier gekriegt, ne? Da habe ich direkt an Henry gedacht, ne? Ich denke, oh. Brauchst du heutzutage. Also langsam kommen meine ganzen alten Schlepper, ne? Richtig schick hier, ne? Truck ist da, Eicher ist da, Deutz ist da. 1455 Case haben wir schon. Ist schon genial, ne? Aber ist auch top Grafik im Moment, ne? Guck mal, wie gestochen scharf das hier ist. Läuft der Lachs. Immer mal schicki von hier rein. Die andere Wiese war ja noch nicht erntereif, da müssen wir Silage von machen. Für unsere BGA. Und ich glaube, wir müssen nur eine Wiese dazu kaufen. Oder ja, eine auf jeden Fall. Sonst kommen wir nicht hin. Weil die sind ja nie erntereif, das ist ja das Problem. Hier müssen wir Heu machen, dann brauchen wir auf jeden Fall eine, die erntereif ist, wo wir Silage von machen können. Und Mais häckseln, weiß ich nicht. Da kriegst du ja auch nichts bei rum, ne? Wir haben zwar eine Ecke zum Häckseln, ne? Aber wir brauchen auch noch irgendwie ein bisschen mehr Silage, ne? Das ist nicht von Hand zu weisen, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber was jetzt noch an Kohlen da ist, bleibt. Und, aber ich werde auch nichts mehr jetzt dazu schreiben. Maschinentechnisch sind wir jetzt schon mal ganz gut ausgestattet. Also traktorenmäßig sind wir top drauf. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Wir haben den Hyundai, wir haben den Truck. Wir haben hier den kleinen Fifi. Und wir haben den Fendt. Also da... So, ein bisschen mit der Kupplung spielen, ne? Aber das finde ich ganz schwer im 22er mit der Kupplung zu spielen. Ist nicht wie ein 19er. Langsam Kupplung kommen lassen. Ich habe ja drei Pedale. Kupplungspedal habe ich ja auch aktiviert, ne? Aber im 22er kannst du das Kupplungspedal in meinen Augen praktisch vergessen. Du musst schon halb auf dem Gas stehen, damit der Vollgasmodus hat, damit du dann die Kupplung kommen kann, lassen kannst, damit der fährt. Das ist nicht gut gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Das war im 19er, ist das buttermäßig mit der Kupplung da und hier. Was willst du dazu sagen? Nix. Leute, nix kannst du dazu manchmal sagen, ne? Aber wie gesagt, das Spiel ist auch noch in den Kinderschuhen und man ärgert sich zwar immer wieder, aber das ist egal. Man kommt jetzt nicht an, der 19er ist besser wie der 22er. Überleg mal, wie lange der 19er draußen war, bis der 22er gekommen ist. Und dann wisst ihr Bescheid. So, liebe Leute, ich sag aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen,
dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.